Gestern Abend in der Hochschule für Künste. Das Ideenportal I2B lud zum Treffen. Unter dem Motto erfolgreich selbstständig in der Kreativwirtschaft, von der Idee zur wirtschaftlichen Tragfähigkeit. Autor David Safir glaubt, dass in Bremen ein besonders freier Geist herrscht. In jeder Branche gibt es halt nicht, vielleicht nicht ganz so viele Leute, die dann halt dabei arbeiten. Und dadurch ist es so, dass man nicht so einen Herdentrieb halt hat. Also hier kann man in Bremen eigene Ideen entwickeln und Ideen entwickeln, die vielleicht auffallen ganz woanders, was man in Berlin und Köln vielleicht gar nicht mehr so kann, weil es da eine viel zu große Konkurrenz gibt. Die Branche Kultur- und Kreativwirtschaft ist stark. Im Jahr 2008 erzielte sie in Deutschland einen Umsatz von 132 Milliarden Euro. Die Quote der Selbstständigen ist mit 28% hoch. Dennoch steht auch diese Branche vor Herausforderungen. Lars Haider, Chefredakteur vom Weserkurier, weiß diese anzunehmen. Man muss neue Wege gehen, man muss was riskieren können, also in allen Bereichen. Insbesondere natürlich auch im journalistischen Bereich. Und Dinge machen, die andere Städte nicht machen können oder nicht machen wollen, um damit aufzufallen. Das Ideenportal I2B ermöglichte es kreativen Bremer Köpfen, sich über Unterstützungsmöglichkeiten zu informieren.